Hallo zusammen, ich habe heute wieder eine Buchpräsentation für euch. Und zwar möchte ich euch den Roman Sehnsucht, Glaube an den Lacabo von Annabel Adam vorstellen. Wir lernen Maya kennen, eine junge Frau, die sich zu Beginn ziemlich seltsam verhält und man weiß anfangs nicht so wirklich, was man von ihr halten soll, bis sich herauskristallisiert, dass sie ein schauriges Geheimnis hütet, und zwar ist sie eine Lacabo-Nixe. Sie steht unter dem Einfluss des Seeteufels und unter dem Druck seiner Boten, die dafür sorgen, dass die Nixen ja nicht flüchtig werden und dem Seeteufel weiterhin dienen. Sie ist mit ihrem Nixendasein aber überhaupt nicht glücklich und begehrt dagegen auf. Eine Nixe zu sein bedeutet nämlich, den Seeteufel mit Lebensenergie zu versorgen, und diese Lebensenergie bezieht er aus der Lebensfreude kleiner Kinder. Das heißt, die Nixen entführen kleine Kinder und bringen diese dem Seeteufel als Nahrung. Sie sind, wenn sie das tun, allerdings nicht mehr selbstbestimmt, sondern stehen vollkommen unter dem Einfluss des Seeteufels, sind also wie hypnotisiert und wissen in dem Moment gar nicht, dass sie etwas Falsches oder Strafbares tun. Und Maya möchte gegen dieses Dasein aufbegehren. Sie möchte das alles eigentlich gar nicht mehr machen, aber sie weiß nicht, wie sie dem entkommen soll und ist mit ihrer Situation einfach ziemlich unglücklich. Dann wird eines Tages ein kleiner Junge aufgefunden, an den sich niemand, nicht einmal seine Eltern, erinnern können. Gefunden wird er von der jungen und aufstrebenden Journalistin Zoe Redburg, die sich in den Kopf gesetzt hat, diesen Fall unbedingt aufzuklären. Während sie das anstrebt, wird sie in immer dunklere Machenschaften und Geheimnisse hineingezogen, in denen Personen aus ihrer Vergangenheit eine große Rolle spielen, so auch Maya. Die beiden kennen sich nämlich, aber zu viel verraten will ich euch natürlich nicht. Und auch ihre große Liebe Ben und sein Zwillingsbruder Julian spielen da eine entscheidende Rolle. Und ihre beste Freundin befindet sich auf einmal in Gefahr. Und all diese Zusammenhänge haben zu tun mit dem Nixendasein Mayas und mit diesem kleinen ermordeten Jungen. Man lernt zuerst diese vielen jungen Menschen kennen, deren Lebensläufe und Schicksale miteinander verwoben sind. Und je weiter man liest, umso mehr deckt sich Stück für Stück auf, in welcher Verbindung diese Figuren stehen und bis ein rundes Ganzes dazu entsteht. Also das hat die Autorin wirklich sehr, sehr geschickt gemacht. Erst die einzelnen Personen einzubringen und dann nach und nach aufzuklären, wie alle zueinander stehen und wie das alles zusammenhängt, bis der Leser dann diesen Aha-Effekt hat. Und der macht das ganze Buch auch so spannend, und das ist wirklich, wirklich gut gelungen. Der Roman ist darüber hinaus auch sehr bildhaft. Man lernt da eine ganz, ganz fremde Welt kennen. Die Welt der Nixen und natürlich auch des Seeteufels, die so ein wenig gruselig angehaucht ist. Aber das war wirklich ein sehr, sehr spannendes Lesevergnügen für mich. Und wer gerne Fantasy-Schauer-Kombination liest, liegt mit diesem Roman auf jeden Fall richtig. Ich werde euch auch nochmal alles verlinken, die Facebook-Seite der Autorin und den Roman natürlich. Und ich hoffe, dass euch meine Präsentation gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.